Hallo Herr Konrad, hier ist Klinsmann von der Firma Fühler. Hallo. Ich möchte den Termin nur abklären um 12.30 Uhr, das ist richtig, gell? Super. Wie ist denn die Parksituation bei Ihnen eigentlich? Also zum Parken ist bei uns. Das ist gar kein Problem, dann stelle ich mich einfach vor die Tür, gell? Dann bin ich in 10 Minuten da. Gell? Super, danke. Tschüss, tschüss. Ja, tschüss. Ja, bis gleich. Erste goldene Regel vom Verkauf ist, man muss dem Kunden immer sagen, was er will. Weil der weiß es ja nicht. Ne? Deswegen muss man dem das sagen. Das ist wichtig. So, schauen wir mal. Ja, die zweite goldene Regel des Verkaufens ist, aussehen ist die halbe Miete. Das ist Prada, ne? Und da ist das gute Stück. Hallo, grüß Sie. Konrad. Wir haben telefoniert. Konrad. Herr Konrad, ja, genau. Hier Klinsmann grüß bin ich. Und Sie sind? Ich bin der Günni. Der Günni. Arbeitskollege. Der Arbeitskollege. Hallo. Genau. Super. Ja, meine Herren, ich bin mal so frei. Oh, danke schön. Ach, Sie haben eine schöne Wohnung. Das ist schön. So. Ah ja, und die dritte goldene Regel des Verkaufens ist die Präsentation. Und jetzt geht's los. So, meine Herren. Dann machen wir es ganz normal. Und ich sehe, das ist ganz normal. Hi, this is Arnold. This is Arnold. Down. Das kleine Teil übernimmt den ganzen Rest vom Saugen. So, meine Herren, das war's auch schon. Ja, überzeugt, oder? Den Vertrag hätte ich auch, dann würde ich auch gleich fertig machen. Es gibt noch irgendwelche Fragen. Ja. Ja, bitte fragen Sie nur immer da raus damit. Ja. Es gibt keine dummen Fragen. Warum haben Sie denn keine Hose an? Ja, das... Jetzt ist es eine sehr gute Frage. Kann ich auch beantworten. Ich bin pleite. Ich habe kein Geld. Sagst du dem Fühler jetzt eigentlich, hä? Wollt's verkaufen? Nein? Oder ich? Okay. Und lief jetzt nicht so toll, oder? Hm? Sie haben mir nicht wirklich was verkauft, oder? Ja, das... Komm, also, ihr habt nicht wirklich Geld, ne? Das hast du ja gesehen. Ja. Was ist das jetzt? Ja.